Müllschande im Himalaya, Abfall, soweit das Auge reicht, am Fuß des Mount Everest, dem höchsten Berg der Welt. Es ist das dreckigste Bergsteigercamp, das dieser nepalesische Sherpa je gesehen hat. Sauerstoffflaschen, Zelte, Schlafsäcke, Taschen, Schuhe, Tüten, Hygieneartikel, Papier und vieles mehr. Rücksichtslos zurückgelassen von Bergsteigern und Bergsteigerunternehmen aus aller Welt. 200 Kilogramm Müll habe er zusammen mit Freunden aus verschiedenen Lagern dieses Jahr schon entfernt. Insgesamt habe die nepalesische Regierung 2023 schon 13 Tonnen Abfälle rund um den Mount Everest eingesammelt. Eigentlich sind die Bergsteiger verpflichtet, ihren Müll wieder mitzunehmen. In 8000 Metern Höhe sei dies laut nepalesischen Behörden aber schwierig zu überwachen.